Servus, ihr gruseligen Geister, und willkommen zum nächsten Ladder Game. Wir spielen heute mit den Vampiren der Geisterarmee gegen die Echsenmenschen. Gegen die Tiermenschen. Und ich nehme mal stark an, dass mein Gegner Bestigors hat. Deutlich aus Bestigors, deswegen habe ich Zombies dabei, 4 Stück, die meine Truppen hier vor dem Angriff der Bestigors schützen sollen. Ich habe als General den Vlad sowie eine Banshee dabei. Einfach mal so als Skill-Team fungieren jetzt momentan. Vielleicht noch eine Blutritter, die sind eigentlich immer gut. Also Blutritter sind einfach immer gut. Und wir haben noch die Frostgeister, die ja dann diesen Verlangsamungseffekt haben. Keine Ahnung, ob das funktioniert, ob ich mit denen dann irgendwie diese Antigone Wurfechsen fangen kann, die er mit Sicherheit dabei hat. Mal schauen, wir haben an den Flanken die Jungs hier, die Gespenster, die ja herrisch sind und damit von Fate of Buna und so niedergemacht werden. Mal gucken, ob mein Gegner das dabei hat. Aber die können flankieren, die sind schnell. Ich hoffe mal, dass wir dadurch mein Gegner so ein bisschen fangen können. Oder ein bisschen flankieren können einfach. Wir haben die Fledermäuse, die ist eigentlich auch meistens gut. Eigentlich eine sehr gute Utility-Einheit, also so eine Einheit, die einfach immer im Grunde genommen sich lohnt zu haben. Links ist schon mal der fette Squad eines Gegners. Der mobile Squad, der hat 2 Hunde und 2 Antigors, aber ohne Großwaffen. Das ist interessant, weil dadurch meine Blutritter eine bessere Chance gegen die haben. Dann hat er Frontlinie, Ohrherden, okay. Ein Zylgor, Speere, und noch eine Bestigors. Er hat Morgul den Schatten geboren. Und er hat einen Schattenmagier, sehr schön. Er hat anscheinend keinen Todesmagier. War super. Ja, meine Blood Knights, die werden das halt leider nicht hinkriegen, den mein Gegner jetzt hier zu töten. Die werden da jetzt sterben. Aber vielleicht, wenn ich sie mit Hilfe von ihn zu flankieren kann, das ist vielleicht schon irgendwie. Ich muss sagen, meine Infanterie bewegt sich mal weiter vor einfach. Aber ohne denen. Ganz dringend zum Flankieren. Ja, Vlad, ich weiß nicht, ob wir den Kampf hier gewinnen können. Mal schauen. Die Gespenster verursachen halt Terror und wir haben halt auch den Flug der Jade hier gecastet, was ziemlich praktisch ist, weil das die Nahkampfangriff meiner Feinde reduziert. Wollen wir halt nur nicht, dass sie sich hier wieder sammeln müssen. Ich setze mal die eine an mit Fledermäuse hier auf die Antigors und meine anderen Gruppen, die eh nicht mitkommen können, weil sie zu langsam sind. Die kommen wieder zurück vor die Frontlinie. So. Die Geister hier können mal den Zugo angreifen. Und die anderen Fledermäuse, die. Ja, ich weiß auch nicht, egal. Das wird schon irgendwie. Um 100 Rügen. Gehen wir jetzt mal einen Angriffsbild für den Anfang. Weil die anderen Rügen sind jetzt eigentlich nicht so gut. Ich werde. Nein, was macht die denn, Mann? So, müssen wir raus. Besser als wir sind. Jede Monster dachte, ich könnte es fangen, aber nein, das ist nicht der Fall. Okay. Wir gehen hier mal auf Morko, der unsere Geister hier, die kommen jetzt hier mal rein. Okay. Blutritt, wir kommen hier hinten her. Das Schöne an diesen Fledermäusen ist, dass sie sich die Nahkampfwaffe nehmen lassen. Nein, jetzt habe ich das ungeschickt. Kann mal passieren. Kann mal passieren. Einmal hier. Angreifen. Nein. Der Junge ist halt echt ziemlich smart.
Monster. Wir müssen uns jetzt auch wirklich langsam mal mit diesem Botfit dann kümmern. Geht mir nämlich langsam ein bisschen auf den Zeiger. Wie geht jetzt hier der Kampf hier aus? Eigentlich müsste man ziemlich wieder gemacht werden. Die ganzen starken Puppen. Ich kann ihn nochmal einsperren, dass sie dann nicht mehr wegkommen. Okay. Und dann mal einen kleinen Charge rein. Hier ist es halt ein bisschen doof, dass sie jetzt hier gegen den. Gegen den Riesen da, gegen den. Gegen den Taurus kämpfen müssen, gegen den Gorbul, aber hilft uns leider nichts. Und hier kommt auf die Grenzenseite rein. Sehr schön. Viele Mäuse hier kann ich mit dem Zucker beschäftigen. Und hier drüben hätte ich eigentlich gerne mal eine Heilung. Die brauchen das mal dringend. So, dann hält dieses Ziel. Bente kann ihn verfolgen. Mit unseren anderen Helden kriegen wir den Magier. Unsere Geister sind immer mit darüber. Blutritter, naja, den einen der höchsten Ziel. Wir brauchen da eigentlich schon ein bisschen mehr Gruppendichte, deswegen nehmen wir mal die Feuerwehr mit darüber. So, hier den Kampf, den haben wir eigentlich auch gut gewonnen. Geister wird immer ein bisschen vergessen. Fledermäuse, hier schaut man, wie lange die gegen den Zug gehalten haben. So, und ich denke, das geht ganz gut, weil die Weisheit durchgeht. Blutritter machen hier einen ganz guten Job, eigentlich hätte ich die Langschläge mal rausschauen sollen. Okay. Steht aber hier drüben, die desintegrieren jetzt langsam. Ah, meine Menschen werden nicht gebrochen, die Blutritter, das ist sehr schön. Ich weiß nicht, was mein Gegner hier noch machen soll. Also, ich glaube, das war's dann. Blutritter können wir nicht folgen und wir können nicht keinen Schadstand machen, damit die. Vielleicht können wir die brechen dadurch, aber dann. Banshee und die Geister gehen hier auf den Riesen, hier auf Malak, hier auf den Held. Die Geister sind ein bisschen zu langsam, um hier zu verfolgen. Dann kommen die auch zurück. Und dann machen wir hier runter. Und dann langsam mal den Zugo platt kriegen. Und ich glaube, das war es jetzt eigentlich mit meinem Gegner. Ich glaube nicht, dass er da nochmal wegkommt. Also das nochmal sich davon erholen. Blutete hier, die kann durch den Gobbeln noch verfolgen, ist okay. Die können eigentlich niemals abhalten davon, ins Kampfgeschehen einzugreifen. Wenn unsere Geisterkavallerie dann hinten charged. Weil die beste Golf haben wir eine tolle Nahkampf-Schwäche. Die größte Schwäche von den Spenden hier ist eigentlich so der mittige Nahkampf. Deswegen habe ich mir gedacht, ich kann ja mal probieren gegen den Bestigos, weil ich war mir halt wirklich relativ sicher, dass ich den Bestigos hat. Daher wollte ich dann mal probieren. Und, ich hatte jetzt allerdings auch Glück, dass mein Gegner keine Unikosten hatte. Weil man auch sagen muss, so ein Fade of Bluna kostet halt auch eine Menge Magie. Und deswegen. Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man viele Geister zu töten hat. Aber die haben sich schon ganz gut rentiert. Die Geister mit dem Terror sind ja. Zombies sind ein Muss gegen die Bestie, gegen die Beastmen mit ihrer hohen mit ihrem hohen Angriffsbonus. Und yo, geil! Ich müsste auch nochmal nachgucken, wie weit die Reichweite von Fade of Bloom ist. Ich weiß, dass er nicht so weit ist. Deswegen muss man halt dann mit diesen Hexwraith da, mit diesen Frostgeistern auch gucken, dass man außerhalb der Reichweite von dem Zauberer bleibt. In dem Fall war er jetzt halt auf einem Streitwagen.
Daher war es ein bisschen schwierig, aber okay. Gucken wir uns mal an, was mein Gegner so dabei hat. Ja. Normale Vorhand mit Zweihandwaffen, das ist ganz okay gegen Zombies. Netzen sich durch die Supereinheiten wie nix. Unkurs hat er wahrscheinlich einfach kein Geld möglich gehabt und dann hier nochmal eine Einheit. Kurs mit Zweihandwaffen. Also die gingen schon ganz gut ab auf jeden Fall, aber wenn ich jetzt. Ich hatte jetzt meine Tötungskraft lag halt jetzt in dem Fall bei den Steuermännern und den anderen. Da hat er mich so ein bisschen countergegeben. Aber da hat er halt einen fetten Fehler. Er hat hier halt seine ganze Kavalerie komplett gefällt. Er hätte hier so einfach hier rumkommen können. Hier einfach rumkommen und dann von hinten angreifen. Oder hier dann. Oder auch einfach mit ein paar Truppen hier meine Blutgitter da aufhalten und dann hier weitergehen. Hätte viel mehr Wert dafür. Dortmund, die auf so einer Taktik halt eine echt. Jetzt werden die Truppen halt immer schon nachher. Null die Moral von den Wiesmann ist halt nicht das Beste, weil der Terror von den Gespenstern und so, die einfach ein bisschen der Federhäuser sind, das ist gebrochen, obwohl sie eigentlich noch sehr hohe Mannstärke haben. Aber das war ein Fehler von meinem Gegner. Hätte er eigentlich auch das würde auf jeden Fall, wenn dann die. Ich glaube, ich würde die Zentigos mit 200 Waffen nehmen, weil man eigentlich mit Blutrittern rechnen muss. Den Frontlinienangriff, der habe ich jetzt halt leider in der Schlacht nur der Standardbefehl hinbekommen, weil ich woanders gemicrot habe. Das ist ein bisschen schade, wenn man das nicht, wenn man nur diese gelockte Gruppe woanders nicht. Halt so genau das ist halt wirklich so ein Edge, das ist halt
ist schon klar, falls du uns denkst, warum wir hier so eine Minute bis so lange Nachrichten hat, ohne schon mal Zeit zu klatschen. Das sind die Minute, die aus ihrer Unnachrichten geeignet sind. Zweitens haben wir hier halt die Vorbote-Kriege und dann optimal die Vorbote gut mit dann umstellt ist, dann nimmt man auch die Fahrt. Deswegen hatte ich so da gelassen. Jetzt in so einer Situation ist halt Vlad so ein bisschen doof, weil Vlad ist langsam und kommt hier halt nur langsam zwischen, kann hier nur langsam zwischen den ganzen Geschehensschauplätzen hin und her springen. Und dann eben dazu führt, dass er halt manchmal einfach irgendwo fehlt und in einem Gebäude kämpft. Schade manchmal. Ich hab auch gesehen, dass die Karte über gerade die Feldwege, die oft als Einsatz im Studio abgestellt werden, haben wir aber man muss halt aufpassen, dass wenn das nicht jeder mal so Handygröße ein bisschen helfen wird, weil manchmal alles nicht so gut passt. Die Generäle immer, sondern eigentlich sollte man sich, glaube ich, immer eher um die Zauberer am Anfang kümmern. Aber gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und auf!